So, dann starte ich mal die Aufnahme und mal sehen, ob meine Musik heute von Owned, eigentlich nehme ich immer Musik von Owned hier rein, über Spotify, angeblich copyrightfreie Musik, aber meistens ist immer irgendwie so ein Stück dabei. Das muss ich dann wieder rausschneiden oder was auch immer, oder YouTube muss das dann rausschneiden. Da tut es mir manchmal um leid. Ich lasse das einfach immer so ein bisschen abdudeln, dass man so ein bisschen was im Hintergrund hört. Früher habe ich das ein bisschen anders gemacht, da habe ich tatsächlich immer YouTube-Videos runtergeladen, beziehungsweise mir die Musik aus den Videos rausgeschnitten, habe das irgendwo abgespeichert auf dem PC und habe die Stücke dann genommen. Die waren dann, oder die sind heute auch noch, wenn ich ab und zu mal eins nehme, nach wie vor copyright-frei. Du kannst da nicht immer dieselbe Musik nehmen, aber ihr seht schon, ich bin auf meinem Rathaus 10. Ja, wir wollen auch natürlich beim Clan Free-to-Play mal wieder ein bisschen Liga spielen, später Liga-Start. So steht es auch im Titel, denn wir haben gar nicht mehr so lange Zeit, hier die Liga zu starten, nämlich nur noch 13 Stunden 56 Minuten. Wundert mich eigentlich so ein bisschen, dass hier noch keine Liga gestartet hat. Warum auch immer. Es gab noch eine Clan-Mail, wo dann drin stand an alle, falls noch wer ein Dorf zur CWL mitmachen möchte, hat noch bis 20 Uhr Zeit, dann starten wir die Suche. Es ist 20:03 Uhr. Okay, es ist 20:03 Uhr. Ich starte die Suche gleich, aber ich wollte jetzt erst kurz noch einen Drachen verspenden hier. Denn ich wollte auf diesem Account hier eigentlich gar nicht weiterkämpfen. Auf dem 10er machen wir nur Folgendes heute, Leute. Ich würde sagen, Zeit für ein frisches 11er. Also stoßen wir das hier mal an. Haben wir 8 Tage Zeit, solange läuft auch die Liga. Und dann gucken wir mal, dass wir hier den nächsten Rathaus 11 ranzüchten können. Aber der eigentlich in den Startlöchern ist, ist der Schief Barfuß. Der soll ja auch Richtung 12 wachsen. Im Moment habe ich immer noch kein Rathaus 12er für euch. Bis auf den Alex. Aber der bespielt seinen Account. Psst. Nicht weiter sagen, mehr oder weniger selber, also so wirklich noch nicht. Ja, so wirklich noch nicht. Und die Clan-Kriegsangriffe mache ich nach wie vor mit dem 12er hier, aber er ist ganz auf einem ganz guten Weg hier, die Armeelager jetzt auf 280 zu klopfen. Also seine 5 Bauarbeiter, oder er hat jetzt, glaube ich, 3 frei wieder, die laufen ganz gut. Queen geht ganz gut hoch. Als nächstes kümmern wir uns sicherlich um das Rathaus, dass das auch mal wieder ein Level mehr macht. Und von daher würde ich sagen, da hat jetzt doch jemand gestartet. Ah nein, ich wollte starten. Zipi, mach weg. Pass auf. Pass auf. Starte gleich. Moment. Jetzt muss ich auch noch dazwischen funken. Wieso hat eigentlich Lela? Ach so, Lela ist immer noch Anführer. Okay, Lela habe ich nicht mitgenommen. Starte gleich, Moment. Und denn ich wollte wenigstens einen Angriff hier mit dem Elfer machen. Denn der Elfer ist eigentlich auch ganz gut drauf. Ich habe hier unten den Golem heute angestoßen. Also ich habe so ein bisschen durch meine Dörfer geguckt, habe den Golem angestoßen. Also die kleineren sind jetzt mal wieder so ein bisschen reif hier, auch mal wieder bespielt zu werden. Und weiß jetzt aber gar nicht so genau, was ich mit dem ganzen Gold und Elex mache. 5 Bauarbeiter frei. Bomben Tower 8 Mille. Ich habe zu Alex heute gesagt, ich mache immer das, was am teuersten ist. Und das ist im Moment der Bomben Tower oder was am sinnvollsten ist. Was könnte sinnvoll sein? Es könnte auch sinnvoll sein, vielleicht die Tornadofalle. Dann habe ich vielleicht gleich so ein, zwei Bobs mehr, die ich noch machen kann. Bombe, Bombe, Giant Bomb können wir hier auch noch machen. Und dann verlassen sie uns auch schon. Da muss ich schon wieder nachfahren. Jetzt hier habe ich nichts mehr drin. Dann können wir noch vielleicht die eine oder andere Mauer machen. 2 Mille kosten die, okay, eieiei, alles klar, machen wir noch ein paar Mauern. Dann haben wir hier mal wieder ein bisschen was geschafft. Auf dem Schief, oh nein, Toto, Leute, verdammte, ich wollte gerade sagen, verdammte Eierachs. Ah, jetzt ist zu spät. Okay, jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich das ganze Zeug ausgegeben, naja, okay. Jetzt ist echt zu spät, denn eigentlich wollte ich mein Worden noch machen. Ich habe noch ein Buch und wollte eigentlich mein Worden machen und habe gar nicht die richtigen Zauber dabei. Habe gar nicht die richtigen Zauber dabei. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Mal sehen, ob wir noch einen finden, der ein bisschen mehr Elex hat. Das ärgert mich jetzt gerade doch ganz schön, dass wir das nicht so gemacht haben oder dass ich das nicht so gemacht habe. 5.26.000. Alles noch ein bisschen wenig, 4,67, mal sehen, so ein 6.700.000, dann müssen wir hier noch mal finden in meiner Liga. Wo es sich lohnt, mit meiner ultra teuren Armee anzugreifen. Und das Dunkle kann man natürlich auch gebrauchen für Helden. Da muss ich mal gucken, wie weit überhaupt
King und Queen sind aber der Warden. Könnte auch mal so ein, zwei Level gebrauchen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so ein Rathaus-Level 11 spielt. Erst die Helden, dann den Rest. Oder erst den Warden, dann die Queen, dann den König oder wie auch immer. Da ist auch jeder anders. Ich bin da mittlerweile auch ein bisschen anders geworden. Und manchmal mache ich auch das, was gerade so ansteht, wo ich gerade die Ressourcen für habe. Aber im Moment find ich gar keinen Gegner mal wieder. Ich meine, Gegner gibt es genug, aber nicht die, die viel Elex für mich haben. Ich habe den weggeklickt, also nicht weggeklickt, sondern ich habe es jetzt eben ausgegeben. Ich bin auch so ein Honk. Mann, 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 das ärgert mich jetzt gerade wirklich selber. Ihr braucht mir nicht in die Kommentare schreiben, ja, kenne ich Toto. Ich wollte eigentlich auch was anderes machen und dann sehe ich, oh, du könntest da noch Mauern machen. Okay. 9000 Dunkles. Uff, aber wir suchen ja mit viel Elex. Uff. Der hat viel Elex, der hat viel Gold, der hat viel Dunkles und er ist abgefarmt und ich habe gesehen, irgendwie war die Mucke schon wieder aus. Ne? Boah. Musik in Videos nervt einfach. Außer man macht selber Musikvideos. Okay, dann können wir den mitnehmen. Wir können eigentlich gar nichts zerstören, würde ich mal fast sagen. Denn hier ist irgendwie alles kaputt, beziehungsweise alles ausgebrannt. Also, jetzt könnte man natürlich das Rathaus schon mal anhitten. Weil alles andere macht ja fast keinen Sinn. Oder wir nehmen den Adler oder wir nehmen. Was haben wir denn? Die Hexen da. Da haben wir zwei Magiertürme. Wisst ihr was? Wir nehmen hier hinten mal die Magiertürme raus. Würde ich sagen, das macht nicht wirklich Sinn, ne? Es macht nicht wirklich Sinn. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass das eigentlich so ein cooler Gegner ist hier und wir können unsere Blitzzauber gar nicht anwenden. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache die Infernos weg. Brauche ja gar nicht. Brauche ich ja gar nicht. Okay, dann machen wir hier wenigstens ein bisschen was weg. Wo stehen denn zwei Sachen? Hier stehen immer zwei Sachen. 1, 2, 3, 4. Was damit weg. Ja, da stehen zwei Sachen. Okay. Dann können wir die hier auch noch mal nehmen. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir da wenigstens noch ein bisschen was weg. Den hieten wir einmal an hier und dann nehmen wir hier die Meute mit rein. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Einmal Mr. Packer hier und dann geht das hier durch. Perfekt. Ein paar Hexen hier. Ich verteile die Hexen so richtig auf der ganzen Front hier. Kann ja jetzt nicht so viel passieren, ne? Der steht auf unten, das passt auch. Jetzt haben wir natürlich keinen Sprungzauber oder sonstiges. Eigentlich soll sich diese Armee ja irgendwo auch durchfressen. Wo lasse ich die jetzt mal mitlaufen? Ich würde mal sagen, dort. Wir lassen die dort mal mitlaufen. Was haben wir denn eigentlich hier drin? Ah, Lufttruppen, ne? Es geht jetzt gar nicht auf hier. Wieso geht das nicht auf? Also ja doch, einen Drachen haben wir da drin, alles klar. Da haben wir doch einen Drachen drin. Dann nehmen wir hier einmal ein wenig Wut. Und die Queen macht schon mal den, die Queen macht schon mal den Adler. Super. So, wo ist mein Warden? Warden, wo bist du? Der Warden ist dort und ist aber jetzt ist er doch gleich in der Aura, oder? Lass mal gerade gucken. Ja, da waren jetzt die Truppen doch in der Aura drin. Okay. Ah, sieht ganz gut aus. Ah, es hat mich jetzt echt ein bisschen geärgert. Elex ausgegeben, aber doch noch einen ganz guten gefunden. Also mal wieder so ein bisschen kleinere Rathaus. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Dass ich nicht immer die 13er und 14er bespiele, sondern auch mal wieder so ein bisschen back to the roots. Also die etwas kleineren. Irgendwann wachsen sie auch. Kommt Zeit, kommt Rathaus 14, 15. Keine Ahnung, aber mir macht es ja nach wie vor eigentlich Spaß, auch die etwas kleineren Rathäuser hier zu spielen. Anstrengend genug ist das sowieso, wenn man mehr Accounte spielt, das wisst ihr selber. Da muss man immer irgendwo sich sagen, okay, den bespiele ich heute mal und den dann morgen und der muss ich in der Liga spielen und den nicht. Also, und wie gesagt, Ligastart auch noch so spät, aber ich starte den dann gleich hier. Tut mir natürlich ein bisschen leid, dass ich jetzt doch abgebrochen habe. Ist aber nicht ganz so schlimm. Wollte zumindest euch zeigen, dass wir auch hier im Clan Free-to-Play Liga spielen. Wir haben, glaube ich, sogar ein bisschen Platz. Ich meine, wir haben sogar ein bisschen Platz. Und jetzt gucke ich mal 2-2-2. Eigentlich ist das die Blitzerarmee. Aber wir nehmen die ruhig nochmal. Haben das ja ganz gut gemacht hier. Und dann gehen wir jetzt nochmal rein zum Starten. Also, ich habe heute auch jemanden gehabt bei mir im Discord, der gefragt hat: Mensch, ich kann in Champions League keine 30er starten. Ja, das geht auch nicht. Man kann Champions League ab Champion 3 nur 15er spielen. Du kannst aber alle mitnehmen. Das könnt ihr jetzt auch mal sehen. Man hat hier die Auswahl, falls ihr das noch nie gesehen habt, ich weiß es nicht. 15er. Ja, früher stand die Auswahl tatsächlich auf 15.
Default. Also das war der Default-Wert. Wenn ich jetzt abbreche einmal und gehe hier wieder rein, dann steht hier nämlich nichts. Also hier unten ist kein Haken drin. Da haben nämlich ganz, ganz viele Leader dann einfach Join Liga gemacht und haben gesehen, ach du Scheiße, ich habe eine 15er gestartet. Ich wollte aber eigentlich eine 30er starten. Ja, und deswegen, wir starten eine 30er und sind aber mehr Leute. Das seht ihr hier. Wir sind 44. Die könnt ihr alle mitnehmen. Denn die bekommen ja auch so Trostmedaillen. Wir tauschen allerdings hier fröhlich durch, würde ich sagen. Und egal, wer hier rot ist oder grün ist, es gehen alle mit. Man muss dann vielleicht ein bisschen aufpassen, wie man tatsächlich einsetzt und wen nicht. Ich habe mich aber heute, glaube ich, mit Alex zumindest, der ist grün. Ich habe mich auch mit Barfuß, der ist auch grün. Und auch mit Toto, habe ich mich grün gestellt. Das heißt, mit den dreien möchte ich eigentlich ganz gerne dabei sein. Leila ist ja auch noch mit dabei, auch die wäre sogar grün. Mal gucken, ob wir im Rathaus 9er Bereich durchtauschen können. Wir joinen die Liga hier, 30, 44 Leute selected und dann geht das los. Wir gucken mal, wer ganz oben ist. Kenne ich gar nicht, okay. Warum kenne ich den nicht? Weil ich hier gar nicht so ultra oft bin. Ich meine, ich bin hier schon täglich mal zum Reinschnüffeln und Reingucken. Der Clan spielt sich ja fast von selber hier. Hat jetzt auch einmal, glaube ich, leider mal wieder verloren. Also die verlieren immer noch nicht gerne. Aber eine schöne Siegesserie haben sie in jedem Fall hingelegt. Hier leider mit dem Unentschieden. Aber ich denke mal, das ist absolut in Ordnung. Der letzte ging auch wieder 30-16, also Full House an uns. Und so sind wir jetzt auch schon bei 117 Wins, auch hier beim Clan Free-to-Play. Ich muss nochmal gerade gucken. Sind ja noch ein paar Punkte bis Clan Level 13, aber geht halt stetig voran hier. Und ich wollte zumindest zeigen, dass wir hier aktiv sind. Wir sind sogar so aktiv, dass wir hier 1 von 44 sind. Das finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Das finde ich nicht schlecht. 1 von 44, ich würde sagen, ich bin alleine. Okay, wenn ich alleine bin, dann kann ich auch schnell mal alleine spielen hier. Nicht sagen, dann kann ich auch schnell mal alleine spielen hier. Mit ihm hier zumindest. Einmal kurz dieses Dorf hier gerockt. Ist hier was? Oh, da ist ein Tesla, okay. Aber wir können natürlich über die andere Seite hier angreifen und könnten dann von hinten rum, weil hier ist, glaube ich, kein Loch. Nee, da ist kein Loch. Oder kommen wir doch der Tonne entgegen? Ich würde sagen, wir kommen doch der Tonne entgegen. Pass mal auf, wir kommen der Tonne entgegen. Ah, schade. Schade, dass der als erstes auf den Zerschmetterer geht. Ich habe jetzt gedacht, der dreht sich vielleicht. Hatte ich extra da so ein bisschen reingedreht, aber das geht auch. Kann man in jedem Fall so machen. Und dann sieht das hier gar nicht mal so schlecht aus für meinen Rathaus 11, beziehungsweise Bilderhall. Was bin ich hier? 8, ne? Ich bin Bilderhall 8, glaube ich. Gegen den 9er hier. Ihr wisst ja, nach wie vor im Nachtdorf. Die Achter kriegen die Neuner und die Neuner kriegen die Achter. So ist das nun mal. Aber nicht immer nur, wenn ihr natürlich den niedrigeren spielt, bekommt ihr immer einen höheren. So hat man ja immer das Gefühl hier im Nachtdorf. Und die anderen kriegen immer die guten Gegner, also euch. Diese dann natürlich vermutlich überlaufen. Aber gucken wir mal, 66%, 67% sind nicht mehr ganz drin. Schade, sind nicht mehr ganz drin. Gucken wir mal. Ja, ne? Das meinte ich damit. Max Truppen, ey. No comment, Leute. No comment, würde ich mal so sagen. Ich weiß es immer noch nicht. Und ich glaube, auf diese Frage kann Supercell auch nie eine Antwort geben, warum es so ist, dass ich so einen Hohn in der Auswahl treffe. Ich meine, sucht dann kein anderer Honk? Scheinbar nicht. Ist aber nicht so schlimm. Wir machen hier, ja, mit dem mache ich heute Abend noch ein bisschen was. Also erstmal sind wir in jedem Fall in der Ligasuche echt spät. Ihr solltet die Liga vielleicht nicht ganz so spät suchen, denn bei uns dauert es immer unheimlich lange. Ich halte auf den Laufenden, wann hier die Liga tatsächlich gestartet ist. Und dann werde ich sicherlich auch das ein oder andere Video davon machen und vielleicht auch mal was anderes. Lasst euch überraschen. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ein schönes Wochenende. Heute ist ja schon Freitag, wenn ihr das Video seht. Und da sehen wir uns in alter Frische. Bis dahin, euer Toto. Clasht!